Draußen haben wir jetzt Temperaturen um die 30 Grad. Heute werden wir mal so eine schöne gefrorene Fruchtbombe herstellen. Dazu benötige ich Erdbeeren, Banane, Blaubeeren, Himbeeren. Natürlich kann man auch Äpfel nehmen oder irgendwelches anderes Obst. Da müsst ihr euren Liebling am besten mal fragen. Oder ihr wisst sicherlich, welche Produkte ihr da bevorzugt. Man kann jetzt natürlich die einzelnen Produkte so reinfüllen. Es dauert aber länger, oder der Hund hat mehr davon, oder ist länger beschäftigt, wenn man die Sachen vorher so ein bisschen püriert. Ich mache es jetzt auch nicht zu klein. Es sollen sich da ruhig noch ein paar Stücken bilden. Wenn es gut durchgefroren ist, braucht Paula ungefähr 2 Stunden, um alles rauszuschlabbern. Einfach schön randvoll füllen, da ich es im Frost da nicht so hinstellen kann, weil der relativ voll ist, mache ich einfach noch ein bisschen Klarsichtfolie rum. Gebe es jetzt 2, 3, 4, 5 Stunden über Nacht oder über Nacht einfach in Froster. Es ist jetzt über Nacht durchgefroren. Jetzt packen wir es aus und dann kann es auch schon gleich verkostet werden. Wer jetzt die Sachen nicht pürieren will, ich mache auch manchmal, dass ich die Beeren einfach nur klein schneide, also Erdbeere, und die anderen Beeren so reinkippe und dann einfach Joghurt hinterher. Würde man die Beeren einfach nur so reinschütten, kann es passieren, dass die auch beim Spielen oder beim Fressen rausfallen, dann Sauerei geben bzw. noch gefroren gefressen werden, was ich also vermeiden möchte. Nun friss. Nimm. So, das hat sie jetzt auf ihre Kühlmatte gelegt, das ist so eine Kühlmatte, und also ich schätze mal so 2 Stunden wird sie damit Spaß haben. Das ist immer eine Abkühlung für solche warme Wetter wie heute.